Ich bin seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Nach 10 Jahren in der Landespolitik in Schleswig-Holstein habe ich mich hier um Fragen von Arbeit und Soziales, Europapolitik und jetzt in der 2. Legislaturperiode um Außenpolitik gekümmert. In dieser Wahlperiode bin ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Bereiche Außen und Verteidigung. Das ist eine spannende neue Aufgabe mit großen Herausforderungen. In der 19. Wahlperiode wird es wichtig sein, zu unterstreichen, dass Deutschland ein fester, verlässlicher Bündnispartner in der westlichen Welt ist, dass wir zu den Vereinbarungen der NATO stehen, dass wir die Europäische Union zusammenhalten und dass wir gleichzeitig auch der Aggression Russlands entgegentreten, immer mit der ausgestreckten Hand, der Bereitschaft zur Verständigung, aber auch mit einer klaren Antwort, dass eine rechtswidrige Annexion der Krim auch Antworten des freiheitlichen Westens verlangt. Mir ist in der Politik wichtig, dass ich ansprechbar bleibe für die Menschen in meinem Wahlkreis in Rendsburg-Eckernförde, dass ich die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort nie vergesse, aber gleichzeitig versuche, ehrlich und kompetent die Aufgaben zu erledigen, die sich in Berlin für mich stellen. Fachkompetenz und Nähe zu den Menschen versuche ich miteinander zu verbinden.